Hey Leute, heute machen wir ein What's on my Tech, heute mit dem iPhone. Nordi Nordmann hat mich gefragt, ob ich das machen will und da gehe ich natürlich drauf ein, gar keine Frage. So, und wir fangen gleich mal an. Ich habe jetzt hier versucht am Anfang meine Apps relativ geordnet zu lassen, also so wie es im Originalzustand ist, also zum Beispiel unten das Telefon habe, Spotify ersetzt da unten meine Musik. Die anderen Sachen, ich habe hier mal ein Social Folder quasi gemacht, dort ist halt meine Musik drin, Facebook, Mail, Instagram, The Messenger, VVS Mobil, das ist, weil ich in Stuttgart studiere und dann kann man hier einfach mal gespinnt schauen, wann fährt die nächste Bahn, WhatsApp, Freema, Argus für Schritte zählen, da bin ich dann am schnellsten immer drin, Telegram zum Ausprobieren, 9gag natürlich, Übersetzer und FaceTime. Safari benutze ich gerade lieber. Ich bin von Chrome wieder zurückgestiegen auf Safari. Ist einfach cooler mit Yosemite, funktioniert das richtig toll. Und man hat ja diese Integration in beide Plattformen, also Mac OS X und iOS. Und es funktioniert einfach herrlich, finde ich. Es funktioniert echt gut. Auf dem iPhone ist Safari schneller, da es eine besondere Safari WebKit Engine benutzen kann. Also ich weiß es nicht ganz genau, mir hat man einfach nur gesagt, hey, Safari ist auf dem iPhone schneller und effizienter und deshalb benutze ich Safari wieder mittlerweile. So, ich habe meine ganz normalen Fotoskamera, da brauche ich nicht wahrscheinlich drauf eingehen. Ich habe Weather Pro. Weather Pro ist einfach toll, man hat hier die aktuellen Informationen zum Wetter. Und wenn ich hier von oben reinwische, dann habt ihr hier auch direkt ein Update davon. Drum finde ich das ziemlich cool. Also Weather Pro gefällt mir echt richtig top. Was gibt's noch zu sagen? YouTube natürlich ist mir auch sehr wichtig. Ich schaue auch selber YouTube halt andere Videos an, habe auch relativ viele abonniert. So, und auf meiner zweiten Seite, also ihr seht, ich habe es relativ geordnet, habe ich noch 4 Folders, also 4 Ordner. Das erste ist Store, wobei das an sich ein bisschen auch Müllansammlung ist, also Passbook kann ich nicht löschen, Aktien kann ich nicht löschen, Zeitungskiosk kann ich nicht löschen und ich habe hier den App Store natürlich drin, iTunes Store, das Game Center und Amazon, Sparkasse, das ist natürlich wieder verständlich, den DB Navigator, ich weiß auch nicht, warum er hier drin ist, den Apple Store habe ich drin, die Health App, 1Password, Indiba für Banking, auch hier Sparkasse für Banking ist natürlich ganz cool. Ich habe dann noch eBay und eBay Kleinanzeigen, das bringt dann auch ein Vorteil meiner Meinung nach, weil man dann immer schneller schauen kann als mit der mobilen Version und ab und an verkauft man auch was und dann macht es eigentlich relativ viel Spaß. Schauen wir noch kurz hier rein, also ich habe im Utility habe ich erstmal Kontakte, Rechner und Sprachmemos. Kontakte greife ich meistens aufs, mit Spotlight zu, von dem her fände ich es ein bisschen schwachsinnig, das irgendwo da drauf zu haben. Meine Favoriten sind ja eh oben dann drinne, wenn ich Multitasking anmache. Box ist auch eine Cloud, die benutze ich eigentlich an sich gar nicht. Das ist an sich bloß zum Ausprobieren. Aber die Dropbox, gerade für die Uni-Sachen, ist dann echt praktisch. Ihr geht dann einfach drauf und habt dann hier alles Mögliche. Also hier Semester, Uni-Share und sowas. Und das sind dann Dateien, die mehrere Benutzer quasi aktualisieren, also jemand geht in Vorlesung, schreibt mit, lädt es hoch, richtig praktisch. Tiny Scan habe ich auch schon ein Video zu gemacht, sehr praktisch. Heartrate Monitor, der gehört für mich an sich zu Argus dazu, weil ich dann damit meine Herzfrequenz ab und an messe. Und die Wetter-App habe ich da rein verbannt. Die ist zwar auch an sich ganz gut, aber da wo ich wohne, hat es ja nicht so die Genauigkeit und das ist natürlich sehr, sehr unpraktisch für mich. Dann haben wir noch hier Speedtest, also ich teste das Internet sehr gerne, können wir hier gerade mal kurz machen. Da seht ihr, ihr könnt schauen, wie schnell das Internet ist und top, hier habe ich die Ergebnisse auch. Also ich habe hier an sich echt schlechtes Internet von der Dings drin, von der Uni ist das Internet mega gut und ja,
probiere ich dann Notability, habe ich auch ein Review zugemacht, ist auch eine sehr gute App, die benutze ich halt bei der Uni oder für die Uni sehr oft. TestFlight App habe ich benutzt für TouchPal zum Beispiel. SwiftKey zur Tastatur und Geekbench natürlich, wenn ich ab und an mal einen Speed-Vergleich machen will. Dann habe ich noch hier Thunderstorm heißt es. Werde ich auch noch, glaube ich, ein Video dazu machen. Ist zum Relaxen manchmal ganz cool. Ihr hört dann sehr entspannte Musik und oder halt Regen. Ja, zum, also Regengeräusche und euer iPhone mit dem Blitz emittiert dann ein Gewitter. Sieht dann echt cool aus im Raum. Also mir gefällt es sehr, ist cool gemacht. Aber ja, benutze es eigentlich echt selten. Hab's aber einfach mal drauf als Spielerei. Für Cam, also Kameraordner, habe ich noch GoPro drinne. Da will ich auch noch ein Video dazu machen, weil das echt cool ist, wie das gemacht ist. Dann noch YouTube Studio zum ja, schauen, wie die Videos hochgeladen sind, ob ich alles drinne habe. Kann ich auch mobil schnell abchecken. Photosphere mache ich auch sehr gerne. Hyperlapse finde ich eine coole Sache. Ich hoffe jedoch, dass Microsoft bald seine Microsoft Hyperlapse rausbringt, die ist nämlich 10-mal cooler als Instagram Hyperlapse. Ich hoffe, dass es bald kommt, da werde ich ein Video zu machen, so genial. Hoffe, dass es bald released wird. Camera Plus benutze ich auch gerne und PicFrame manchmal, das sind halt so Instagram Sachen, wo ihr halt, ja, ihr macht dann mehrere Fotos, eine Collage und lädt es dann hoch. Hier, Spiele habe ich eigentlich nie viele drauf, da probiere ich halt manchmal was aus. Der Zen Garden ist zum Beispiel cool, da kann man ein bisschen rumspielen. Vom was kann das neue Metal, die neue Metal API, mache ich auch noch ein Video dazu. Finde ich echt cool, wie man das gelöst hat. Die zwei Spiele, die einen echt aggressiv machen, Swingcopters und Flappy Bird. Richtig gemeine Spiele, aber für zwischendurch immer ganz cool. Und ja, das wäre es eigentlich von What's on My Tag auf meinem iPhone. Ich habe nicht so viel drauf. Ich versuche das auch immer sehr, nur das Wichtigste dabei zu haben. Wenn ich in Urlaub gehe, habe ich andere Apps drauf, dann mache ich mir immer die Mühe, wenn ich, ja, wie soll man sagen, ich weiß halt, was ich dann brauche. Also, wenn ich jetzt irgendein Projekt hätte, demnächst wieder mit, ich muss da und da hin und ich weiß, ich brauche lange meinen Akku, dann werde ich natürlich meinen Extender mitnehmen, aber würde dann zum Beispiel auch Facebook löschen, damit das nicht die ganze Zeit im Hintergrund, also ich lasse eigentlich nicht im Hintergrund laufen, aber Facebook zieht so dermaßen an eurem Akku. Das mache ich dann zum Beispiel und so überlege ich mir dann, wie ich das am besten löse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal ein bisschen was anderes und What's on My Tag, das ändert sich bei mir öfters. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das in einem halben Jahr wieder oder wenn ich ein neues iPhone habe oder ein anderes Gerät. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Hier kommt ihr zu meinen letzten drei Videos und ich hoffe, ihr schaut sie euch an. Sie sind wirklich sehenswert.